auch wenn es jetzt nicht danach aussieht. Aber es gibt heute ein Rezept von mir. Und zwar eine Süßigkeit, auf die meine Kinder sehr, sehr doll stehen und die ich gerade am Wochenende super gerne zubereite. Oder auch, wenn die Kinder mal Besuch haben, und ich finde das persönlich auch sehr, sehr lecker. Das Beste am Rezept ist, es geht recht schnell und man hat die Zutaten meistens im Hause. Also legen wir los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. So, es geht los mit der süßen Leckerei. Du benötigst einfach ein paar Wraps. Bei mir im Supermarkt oder Bioladen gibt es die aus Weizen, Dinkel, Reis und Mais. Du hast also die völlig freie Wahl. Du verwendest am besten deinen Lieblingsschokoladenaufstrich. Du brauchst etwas Erdnussbutter. Ich verwende hier ein paar Mandeln und Sahne. Und natürlich noch ein paar Bananen und dann geht's auch schon los. Als allererstes hole ich die Erdnussbutter aus dem Kühlschrank, weil die ist immer so ein bisschen fest. Meine Erdnussbutter hat so kleine Crunchy-Stückchen, also nicht wundern. Nun gebe ich etwas Sahne hinzu und rühre das Ganze schön cremig. Jetzt streiche ich die Erdnussbutter auf eine Seite der Wraps. Lege den zur Seite, nehme einen neuen und bestreiche den mit der Schokoladencreme. Jetzt kommen noch ein paar Mandeln auf den Erdnussbutter-Wrap und ich gebe den jetzt mit Schokolade über den anderen. Und so mache ich jetzt weiter. Die andere Oberfläche bestreiche ich wieder mit Erdnussbutter, ein paar Mandeln drauf. Dann kommt ein neuer Wrap, den bestreiche ich wieder mit Schokoladenaufstrich. Und so geht das immer so weiter. Du kannst natürlich anstatt Erdnusscreme auch Aprikosenmarmelade nehmen oder eine Mandelcreme oder ein anderes Nussmus, wie du möchtest. Ich habe das neulich nämlich auch schon mal einmal mit Aprikosenmarmelade gemacht und das passt auch ganz, ganz toll zu Schokolade. Meine Kinder finden die Variante mit der Erdnussbutter am besten. In meiner Packung sind 6 Wraps drin, die verwende ich auch alle. Der letzte Wrap sollte auf jeden Fall mit Schokolade on top enden. Und jetzt schneide ich meine Bananen in Stücke. Du kannst gerne auch schön reife Bananen nehmen. Dann schmeckt das Ganze besonders lecker. Aber es sind die letzten 2. Ich weiß gar nicht, wo die alle geblieben sind, weil gestern habe ich richtig viele Bananen gekauft und heute sind nur noch 2 Stück da. So geht es mir irgendwie ständig hier. Ich kaufe ein und alles wird gegessen. Es ist nur jetzt ein bisschen ärgerlich, weil ich einfach nicht genügend Banane habe, um alles vollzulegen. Aber ich bin mir bei euch sicher, ihr habt bestimmt genügend Bananen im Haus, wenn ihr das hier nachmachen möchtet. Jetzt ist es so gut wie fertig. Ein scharfes Messer nehmen und einfach ein Stück oder am besten mehrere herausschneiden und dann kannst du das Ganze schon genießen. Wer mag, kann als Topping noch ein bisschen Zimt drüber geben oder ein bisschen Vanillezucker oder etwas Sesam oder Mohn. Wir haben uns heute für Zimt entschieden. Und wie immer habe ich euch alle Zutaten und die genauen Mengenangaben noch in die Infobox geschrieben. Also schaut da auch unbedingt nochmal vorbei. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Kochen und natürlich auch beim Genießen. Ich persönlich stehe ja auf solche Rezepte. Hin und wieder muss das unbedingt mal sein. Lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da, falls es euch gefallen haben sollte. Und wenn ihr jetzt sagt, das Rezept hat euch super gefallen, gerne mehr davon. Ich habe euch noch ein paar andere Rezepte, die mindestens genauso lecker sind, in der Infobox verlinkt. Ach ja, und bevor ich es vergesse, auf meinem Blog sind wieder ein paar Blogposts online gegangen. Wer hätte das gedacht? Ich hatte jetzt eine relativ lange Blogpause auf meinem persönlichen Blog und wer dazu mehr lesen möchte, der klickt sich ebenfalls in die Infobox. Auf jeden Fall lohnt es sich jetzt wieder öfter mal rauf zu klicken, da ist jetzt wieder ein bisschen mehr los als vorher. Ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt nach Hause und wir sehen uns auch schon ganz bald wieder im nächsten Video.